liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tag auch. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin heute unterwegs in Sellstedt. Sellstedt ist eine kleine Ortschaft im Landkreis Cuxhaven mit rund 1800 Einwohnern. Und einer von ihnen hat eine ganz besondere Leidenschaft für historische Flöteninstrumente. Flöten werden bereits seit prähistorischer Zeit als Musikinstrumente verwendet. Allerdings waren sie damals noch aus hohlen Knochen gemacht. Mittlerweile hat sich da natürlich sehr viel verändert. Im Laufe der Zeit gab es eine ziemlich bewegte Entwicklung, wenn man sich zum Beispiel die Blockflöte anschaut. Von einem der wichtigsten Holzblasinstrumente im 14. Jahrhundert wurde sie dann im 18. Jahrhundert nahezu verdrängt und dann im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Aber das dazugehörige Handwerk ist nach wie vor ein sehr ehrenwertes und das möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Die Auswahl der Flöteninstrumente hier in der Werkstatt ist groß. Ich muss persönlich sagen, dass ich auch das eine oder andere da noch nie gesehen habe zuvor. Aber diese Wissenslücke meinerseits kann jetzt geschlossen werden, denn Klaus Scheele ist der absolute Experte auf diesem Gebiet. Herr Scheele, ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass Sie uns empfangen. Sind das alles selbstgemachte Stücke von Ihnen? Alles. Oder auch Sammlerstücke dabei? Nein, alles selbstgemachte. Das heißt, es sind jetzt auch sehr viele historische Instrumente dabei. Klären Sie uns doch mal auf, warum gibt es eigentlich so viele und was sind so die Unterschiede? Also ich mache grundsätzlich nur Nachbauten nach historischen Instrumenten, die sich in Museen befinden. Nicht? Mhm. Die werden genau ausgemessen, die habe ich zum Teil selbst genau ausgemessen und die werden genau kopiert. Mhm. Im Großen und Ganzen unterscheidet man zwischen Barockinstrumenten, das sind hier diese, und Renaissance-Instrumenten. Mhm. Der Unterschied ist ein akustischer. Mhm. Diese Renaissance-Instrumente, die sind konisch gebohrt. Das heißt, sie werden nur ganz geringfügig enger im unteren Teil des Instruments, mhm, während Barockinstrumente ganz stark konisch sind. Nicht? So, hier unten ist ein ganz kleines Loch und der obere Durchmesser ist aber mehr als doppelt so groß. Ja. Und das macht den Unterschied aus. Diese Instrumente, die haben im Spektrum die Quinte sehr stark betont und heben sich deswegen gut von anderen Instrumenten ab. Das sind also Soloinstrumente, die sich zum Beispiel von einer Streichergruppe abheben sollen, mhm, als ausgesprochenes Soloinstrument. Mhm. Während diese Renaissance-Instrumente durch ihre nahezu gleichbleibenden inneren Durchmesser sich gut mischen. Sie dürfen gerne da auch eine mal für uns anspielen. Hier haben wir auf jeden Fall ja eine ganze Batterie, sag ich mal. Die unterscheiden sich wesentlich in der Größe. Hier jetzt so eine ganz kleine und dann auch zum Teil sehr, sehr große. Warum ist auch diese Größe so unterschiedlich? Das hat ja bestimmt einen Grund, ne? Der Umfang von so einem Flötchen ist natürlich nicht sehr groß. Und wenn man jetzt die ganze Klaviatur auf einem Cembalo abdecken will, dann braucht man tatsächlich dieses große Instrument. Da ist der tiefste Ton F, mhm, unten auf der Bassregion des Klaviers. Und dieser hier wäre dann eine Oktave noch über dem Klavier eigentlich. Mhm. Aber dieses Instrument, das kann ich schlecht spielen, weil das ist wirklich nur für Leute mit sehr schmalen Fingern geeignet. Ich nehme ein anderes. Das ist eine Sopranblockflöte, die ja jedes Schulkind einmal im Leben in der Grundschule kennenlernt. Mhm. Und das ist dann schon ein Instrument, was also für jedermann spielbar ist. Das stimmt, das klingt vertraut. Ich habe persönlich auch eine Flöte zu Hause. Ja, das klingt vertraut. Trotzdem jetzt zu den Tiefen nochmal. Diese Tiefeninstrumente, die sind also sehr gerne benutzt worden, weil sie in derselben Stimmlage sind wie die anderen Instrumente. Wie also zum Beispiel eine Geige oder eine Gambe oder auch die anderen Blasinstrumente, die man hatte. Merkt man deutlich, viel, viel tiefer. Wirklich nur aufgrund dieser ganzen Tonlagen, die man natürlich haben wollte, Tonhöhen, hat man im Prinzip diese großen Instrumente dann machen müssen. Ja, man geht da aus von der Musik, die in dieser Zeit gespielt und komponiert wurde. Nicht? Und diese Instrumente sind einfach so gemacht, dass man sie darstellen kann. Da braucht man auch eine große Hand, ne? um auch Durchmesser die Löcher abdecken zu können. Das ist richtig. Also das ist für zierliche Damen schon gar nicht mehr machbar. Das liegt daran, dass früher im Prinzip Männer die Hauptmusiker waren, ja? Richtig, die Berufsmusiker. Das ist sehr interessant, das mal zu hören. Wie ist das bei Ihnen persönlich aber entstanden? Sie bauen seit den 60er Jahren selbst diese Instrumente. Wie kam diese Leidenschaft? Ursprünglich ist das Interesse da gewesen, diese Musik zu machen. Und dann ist mir sehr schnell klar gewesen, ich habe also als Kind moderne Querflöte gespielt. Und dann ist mir sehr schnell klar gewesen, dass das mit diesen Instrumenten nicht gut funktioniert. Und dann
wollte ich gerne eben Originalinstrumente haben und die waren zu der Zeit kaum zu kriegen. Und dann hatte ein Freund von mir ein Original aus dem 18. Jahrhundert und das habe ich dann einfach so nachgebaut. Und dann habe ich mich in diese Technik dann da eingearbeitet und immer mehr dazugelernt und so ist das dann entstanden. Nicht? Das war dann in der Zeit noch eine relativ ausgefallene Geschichte, sodass man da auch sehr schnell Kunden hatte und gut ins Geschäft kam. Das heißt, Sie hören aber auch persönlich dann sehr, sehr gerne die Musik dieser Eben. Jahrhunderte? Ich höre die sehr gerne und ich mache sie auch sehr gerne. Mhm. Nicht? Also das mache ich ja heute auch noch ganz viel. Heißt also auch, dass wenn man so ein Instrument baut, dass man es eigentlich auch spielen müsste, ja? Das ist unbedingt nötig, ja. Also ich kenne eigentlich keinen anderen Bauer, der sich mit diesen Instrumenten beschäftigt, der nicht selber auch ein interessierter Musiker ist. Mhm. Das geht gar nicht anders. Wie beurteilen Sie eigentlich die Entwicklung, wenn man jetzt sich mal die Blockflöte anschaut? Die war im 14. Jahrhundert sehr, sehr, sehr beliebt, eines der wichtigsten Instrumente, ist dann so ein bisschen abgeschwacht und hat dann sich eigentlich mehr oder weniger so einen kleinen Aufschwung wieder erlebt im 20. Jahrhundert. Wie sehen Sie das eigentlich als jemand, der sehr involviert ist in das Ganze? Also die Blockflöte ist ganz verschwunden aus dem Musikleben, so Mitte des 18. Jahrhunderts, das im professionellen Musikleben jedenfalls. Mhm. Aber dann ist das doch wieder im gewissen Sinne ein Instrument der Kunstmusik geworden. Dann haben sich doch auch professionelle Spieler wieder dafür interessiert, die dann eben diese Barockmusik auf Originalinstrumenten machen wollten. Und inzwischen ist das ja eine ziemlich umfangreiche Szene. Es gibt mehrere Musikhochschulen, die sich nur mit alter Musik beschäftigen, unter anderem in Bremen, ne? Aber auch in Basel oder in Amsterdam. Und man macht also heute eigentlich kaum noch Aufführungen von dieser alten Musik auf modernen Instrumenten. Das hat sich also ganz überlebt, weil es eben gute Musiker gibt, die das auch auf Originalinstrumenten sehr schön können. Es wird mir klar, wenn man die Flöte spielt, heißt das noch lange nicht, dass jeder weiß, welche Flöte. Ne? Man muss sich also vorher genau im Klaren sein, welche Musik man machen will, damit man sich auch für das richtige Modell entscheidet. Warum heißt es eigentlich Blockflöte? Ich nehme die hier nochmal. Mhm. Warum sagt man Blockflöte? Dieses Holzteil, was da drin ist, das nennt man den Block. Und deswegen heißt das Blockflöte. Ah ja, schlicht und einfach. Das werden wir nachher in der Herstellung sicherlich noch mal genauer sehen. Genau. Ich denke mal, das ist ja auch die gängigste, die wir jetzt begleiten können. Mhm. Wie viel bauen Sie so und was ist auch wirklich so das Häufigste, was bei Ihnen dann in die Werkstatt zwischen die Hände kommt? Also ich bin sozusagen mehr oder weniger ein Spezialist für diese Sätze, nicht für Renaissance-Blockflöten. Ja. Diese Flöten baue ich relativ selten. Mhm. Nicht? Also hauptsächlich baue ich so Sätze für Musikhochschulen, also den letzten Satz mit noch viel wesentlich mehr Flöten habe ich für eine Musikhochschule in Basel gebaut. Mhm. Und eben, das sind ausgesprochene Spezialisten, die sich dann sowas anschaffen. Ich verstehe. Und welche werden wir heute begleiten können bei Ihnen? Ich werde so eine kleine Flöte machen. Nicht? Das ist dann vom Ablauf her am einfachsten und auch geht am schnellsten. Mhm. Je größer das Instrument, desto länger dauert natürlich der einzelne Arbeitsvorgang. Die Blockflöte ist in unserem Fall aus Holz. Jetzt haben wir hier schon ein paar Ausgangsstücke liegen. Und man sieht, dass die sich farblich so ein bisschen unterscheiden. Ne? Welches Holz kommt zum Einsatz? Also Ahorn für Renaissance-Instrumente, vor allen Dingen für die großen. Mhm. Aber auch Pflaume, auch das kann man. Sehr schönes Holz für Renaissance-Instrumente und für die Barockinstrumente eigentlich ausschließlich Buchsbaum. Das ist ein Holz, was aus dem südeuropäischen Raum kommt oder aus der Türkei. Mhm. Früher hat man auch viel so schwarze Hölzer genommen, also afrikanische Ebenholz, aber das benutze ich eigentlich nur sehr selten. Dieses Buchsbaum ist ein ganz fantastisches Holz, also das schönste Holz, was es überhaupt eigentlich für solche Zwecke gibt. Mhm. Also da unterscheidet man also auch schon zwischen den Holzarten. Was müssen die eigentlich für Eigenschaften dann mitbringen, dass sie gut sind für die Flöten? Es muss nachher gut klingen und das ist Erfahrung, dass es zum Beispiel mit Buchsbaum sehr gut gegeben ist. Nicht? Und außerdem lässt sich das sehr schön verarbeiten, Buchsbaum. Das macht sich bemerkbar dann am Klang. Absolut, ja. Können Sie da einheimische Hölzer nutzen oder wo beziehen Sie die Hölzer dann her? Dieses ist importiert. Das habe ich schon vor ungefähr 20 Jahren gekauft. Ist also sehr gut abgelagert, das ist auch wichtig. Nicht? Mhm. Ahorn kann man überall kaufen. Pflaume ist eigentlich nicht so ausgesprochenes Handelsholz, aber es gibt es auch genug. Mhm. Und dieses wird importiert natürlich aus Afrika. Mhm. Dadurch, dass Sie originalgetreu nachbauen, die Instrumente, haben Sie da so viel künstlerische Freiheit dann aber eigentlich nicht mehr, oder? Also eigentlich nicht, da haben Sie recht. Das sind eigentlich schon Kopien. Aber trotzdem muss jedes Instrument wieder noch
individuell gestaltet werden. Da kommt es also auf sehr viele kleine Feinheiten an, die man dann doch noch variieren muss, um den optimalen Klang zu kriegen, den man möchte. Ne? Und generell zum Aufbau einer Flöte, was lässt sich da sagen? Die besteht ja manchmal aus einem Korpus, dann hat sie manchmal auch zwei oder drei. Wonach richtet sich das? Nach den historischen Modellen, so wie sie in den Museen zu finden sind. Alles klar. Das heißt, als nächstes Schritt, das muss ja dann zugeschnitten werden. Ne? Das muss geschnitten werden. Gut. Man kann auf jeden Fall erkennen, in welche Richtung es geht. Das sind jetzt oder werden Kopf und Griffstück unserer Sopranblockflöte. Die sind jetzt soweit schon rund. Wie geht es weiter? Die müssen jetzt sicherlich hohl werden, ne? Als nächstes wird jetzt die Innenbohrung hergestellt. Und spielt der Durchmesser da eine Rolle? Absolut, der muss genau mit dem Original übereinstimmen. Sonst ist das Instrument nicht tonrein, ne? Ja, Sie sprachen vorhin schon das Konische an, also dass sich das verjüngt. Dann gibt es ja auch die Art, dass man das auch zylindrisch irgendwie ausholt. Sagen Sie da nochmal den Unterschied, also wie würde das jetzt hier stattfinden? Das wird zunächst in Stufen gebohrt und die Stufen werden dann noch mit anderen Werkzeugen beseitigt. Die Stufen heißt im Prinzip, dass wenn das nicht gerade ist und glatt ist, das Holz. Da haben Sie hier so ein Werkzeug auch schon in der Hand. Wie genau muss man sich das vorstellen hier vorne? Wie nennt sich das? Das ist ein sogenannter Löffelbohrer, der ist speziell für solche Bohrungen hergestellt. Liebe Zuschauer, das Griffstück unserer Sopranblockflöte ist soweit fertig, zumindest was die äußere Form angeht. Irgendwie hat die aber noch kein Gesicht, denn das Kopfstück fehlt noch und natürlich die alles entscheidenden Tonlöcher, die das Stimmen dieses Instruments eigentlich möglich machen. Und dabei gibt es einiges zu beachten. Was genau, das sehen Sie nach einer kurzen Pause. Und dann am Ende erfahren wir natürlich, wie eine perfekte Blockflöte klingen muss. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück zu Tag auch, liebe Zuschauer. Ich bin heute zu Besuch in Sellstedt bei Klaus Scheele, denn er hat eine große Leidenschaft für historische Flöteninstrumente. Wir sitzen immer noch in der Werkstatt und Herr Scheele, mich würde trotzdem noch mal interessieren, Ihre Einschätzung in der heutigen Zeit, das Interesse an Flöten. Wie würden Sie das sehen? Gibt es so einen Bestand noch an Flötenspielern, die einfach das Instrument immer auf Händen tragen, sag ich mal? Also zunächst mal ist es ja, wie gesagt, in der Grundschule weit verbreitet. Deswegen ist es eigentlich auch bekannt. Wenn man dann anspruchsvollere Musik machen will, dann nimmt die Teilnehmerzahl natürlich rapide ab. Das ist dann doch nur etwas für Spezialisten und eben Liebhaber dieser besonderen Musik, weil diese Musik wird relativ wenig
gelehrt oder auch relativ wenig gespielt im Rundfunk. Nicht? Mhm. Also wann spielt man schon mal einen Komponisten, der vor Bach, Händel, also vor der Hochbarockzeit gelebt hat? Obwohl es da natürlich großartige und fantastische Musik gibt, ist das doch relativ selten zu hören. Und deswegen ist das auch im Bewusstsein der Leute eigentlich, also der großen Masse eigentlich nicht so sehr vorhanden. Aber es gibt sehr viele, durchaus ausreichend, also durchaus eine große Anzahl von Liebhabern, die sich damit beschäftigen. Sie sprachen die Schule an. Musikpädagogik ist der große Raum, wo eben diese Blockflöte als solches auch verwendet wird. Warum meinen Sie, ist das so? Weil sie einfach, ich sag mal, am Anfang relativ einfach zu spielen ist? Das glaubt man ja. Also es ist halt greifbar, das Instrument. Es ist billig, nicht? Das ist ja auch eine Kostenfrage. Aber in der Regel macht es den Kindern ja auch mal eine Zeit lang Spaß, aber dann ist es doch eigentlich nicht möglich, da auf diese Art und Weise jetzt ein tiefgreifenderes Interesse zu erwecken bei den Schülern. Nicht? Mhm. Das wird doch meistens wieder aufgegeben, das Blockflötenspielen. Also ich erinnere mich an meine Schulzeit, ich habe da das eine oder andere Mal doch noch die Blockflöte gespielt. Und wir machen es zum Teil heute noch. So. Wir machen weiter. Sie haben jetzt schon das zukünftige Kopfstück in der Hand, richtig, von der Sopranblockflöte. Da sind jetzt schon zwei Löcher drin. Ne? Das muss jetzt dieser Windkanal entstehen. Mhm. Labium, sagen Sie. Also was genau versteht man darunter? Also der Luftstrom wird ja durch diesen Windkanal hier, der da jetzt eben eingefräst ist, der wird auf diese Kante geblasen. Und dadurch entstehen also so Feinwirbel, die dann den Rest der Flöte in Schwingung versetzen. Das ist die Tonerzeugung. Mhm. Und das ist eine sehr sensible Arbeit, die man da machen muss. Das kommt also sehr genau darauf an, wie groß das Fenster ist, wie scharf die Kante ist von der vom Labium und auch wie hoch und wie breit der Windkanal ist, also und unter welchem Winkel der nun genau auf diese Kante stößt. Und das ist genau das, was man Intonieren nennt. Und das entscheidet über die Klangqualität letzten Endes der Flöte und auch über die Ansprache, nicht, wie sie sich verhält, wenn man da einmal Luft reinbläst. Das würde bedeuten, wenn man sich da ein wenig vertut in der Anzahl der Milli- oder Zentimeter, ist es eigentlich sofort hin mit dem Klang? Richtig. Da kann man sehr schnell das Instrument also unbrauchbar machen. Wie würden Sie das jetzt machen? Das ist natürlich schwierig, ne? Wie man da jetzt so das Loch und dann auch noch so schräg reinkriegt. Im Prinzip mit einem Stecheisen wird zunächst mal hier diese Bahn angearbeitet. In dieser Weise wird da also weiter gearbeitet. Das ist aber eine Arbeit, die einen größeren Zeitraum in Anspruch nimmt, also Stunde, anderthalb Stunde. Natürlich muss ich dann auch noch mit dem Messer weiterarbeiten an der Stelle. So würde es dann aussehen, wenn es fertig bearbeitet ist. Ne? Das Labium kann man sehr schön erkennen. Was natürlich auch entscheidend ist, ich drehe das mal um, man kann das hier schön sehen. Hier haben wir es gerade mal rausgenommen, ist der Block, ne? Was wir gelernt haben, der Flöte den Namen gibt. Der ist jetzt hier schon fertig bearbeitet. Ausgangsstück ist dieses Teil hier. Das muss doch bestimmt besonderes Holz sein, oder? Weil man da ja ständig mit dem Mund auch dran ist. Wie verhält sich das? Richtig, das ist amerikanisches Zedernholz, was besonders gute Eigenschaft in dieser Hinsicht hat. Nicht? Das quillt nur sehr wenig, wenn Feuchtigkeit kommt. Der Mensch atmet ja Wasserdampf aus und der kondensiert da an der Stelle und würde bei Holz, was tüchtig quillt, den Durchschnitt dann zu stark verändern. Und bei diesem Holz ist es im Prinzip unproblematisch, ne? Ja, das ist das beste Holz, was man dafür kriegen kann. Das riecht auch richtig nach Holz. Das riecht fast so ein bisschen wie Bleistift. Das ist auch das Holz, aus dem gute Bleistifte hergestellt werden. Ach so, interessant. Toll, und dann sehen wir natürlich, ne, daraus wird also diese Form, die würde dann hier wieder eingesetzt werden. Und ganz entscheidend natürlich auch für den Klang ist das, was ich ja eingangs schon erwähnte, sind dann die Tonlöcher, die ja auch entstehen müssen. Auch da sicherlich gibt es viele Besonderheiten, ne? Das ist ja eine Kopie von diesem Instrument. Da wird also jetzt ein Bleistift genommen und dann wird einfach da eine Markierung gemacht, wo die anderen Tonlöcher auch sind. Und das Daumenloch ebenfalls. Das kommt dann dahin. Und dann wird ein kleines Loch reingebohrt, reingepikst da an der Stelle. Und da wird dann der Bohrer angesetzt. Trotzdem ist ja zu sehen, dass die Löcher einen unterschiedlichen Durchmesser haben. Mhm. Was genau bewirkt das? Je größer das Tonloch ist, desto höher wird der Ton. Und diese Eigenschaft benutzt man nachher zum genauen Einstimmen. Mhm. Man will ja eine genaue Frequenzzahl erzielen mit dem entsprechenden Tonloch. Und das wird erst etwas kleiner gebohrt und dann langsam erweitert mit einem Stimmgerät, dann kontrolliert, ob der Ton schon so richtig ist oder nicht.
Nicht? Also das sind jetzt überall gleiche Abstände, da kommt man mit den Fingern gut dran. Das spielt auch eine Rolle, dass man die Finger da bequem draufsetzen kann. Ne? Ja. Die gut treffen kann mit dem Finger. Ich verstehe. Also nur zum Verständnis, wenn man im Prinzip den Abstand größer wählen würde, müsste man das ausgleichen, indem man einfach das Durchmesser des Loches anders macht. Ah, okay. Interessant. So wird sie dann einmal aussehen. Die Blockflöte, Herr Scheele, wie lange lassen Sie sich immer eigentlich Zeit dann, um so ein gutes Stück herzustellen? Was geht da drauf an Arbeitsstunden? Also für die rein handwerkliche Geschichte schon einen Tag, kann man sagen. Mhm. Und damit ist das natürlich noch nicht vollendet. Man muss das Instrument dann noch spielen, längere Zeit spielen, einspielen, sagt man. Und das dauert noch mal etliche Versuche. Also man kann das nicht stundenlang in einer Tour erledigen, sondern man muss das Instrument immer wieder weglegen, es muss wieder trocken werden und dann muss man es wieder neu machen und dann muss hier diese Partie mit dem Block und mit dem Windkanal immer noch mal wieder nachgearbeitet werden. Nicht? Dass die muss schön glatt sein und darf auch unter Feuchtigkeitseinfluss nicht wieder rau werden. Mhm. Ich verstehe. Jetzt sieht ja aber hier das Holz auch noch mal anders aus. Das wird ja auch noch mal behandelt. Da wird vom Einölen gesprochen, sowohl äußerlich als auch innerlich. Mhm. Was bewirkt das noch mal? Also dieses Holz ist das echte Buchsbaumholz. Das wird gar nicht behandelt. Das wird wohl geölt von innen. Das tut man mit einer Flöte eigentlich immer, wenn es nötig ist. Das muss man probieren, ob das Instrument schöner klingt, wenn man etwas mehr Öl reintut oder nicht. Das ist unterschiedlich. Und gefärbt wird das gar nicht. Das nimmt nach einiger Zeit so eine etwas dunkelgelbe Färbung an. Ah ja. Das sind jetzt komplett eigentlich aus Holz, diese Flöten, außer jetzt hier so ein bisschen Elfenbein mit drin. Was halten Sie eigentlich von Kunststoffflöten? Gibt Ihnen das auch das gleiche Gefühl? Erstaunlicherweise sind bei ganz billigen Flöten würde ich Kunststoffflöten vorziehen. Also ich empfehle Kindern immer, sie sollen keine Holzflöte kaufen, denn das Holz ist einfach zu empfindlich. Das ist gegen Feuchtigkeit zu empfindlich, gegen mechanische Einflüsse empfindlich. Und diese Kunststoffflöten, die sind eigentlich ganz ordentlich und gut, durchaus für Kinder geeignet. Mhm. Ich bin da kein Gegner. Nee, kein Purist. Gut, dann haben wir jetzt darüber aber viel gehört und erfahren. Dann möchten wir natürlich jetzt auch ein schönes Klangbeispiel wahrnehmen. Sie haben sich dann für diese Flöte entschieden, die ist etwas größer. Das ist eine Renaissance-Tenorflöte. Ja. Das klingt sehr, sehr schön. Vielen Dank für diese Einlage. Wie oft spielen Sie persönlich privat? Täglich. Täglich. Und wie sieht es aus, wenn es zur Pflege kommt? Da geben Sie ja auch richtig Tipps dafür. So ein Instrument möchte ja nicht nur gespielt werden, sondern eben auch instand gehalten. Was muss man machen, damit man besonders lange was von so einer Flöte hat? Also zunächst mal kann man natürlich die Oberfläche immer wieder behandeln, wie man ein normales Möbelstück behandelt. Mit etwas Stahlwolle abreiben, damit es wieder schön glatt wird. Man kann es auch mit Shellack behandeln. Dann muss das Instrument immer ab und zu mal geölt werden und dann muss man einfach probieren, klingt das Instrument schöner oder nicht. Zum Trockenmachen braucht man das Instrument einfach nur aufrecht zu stellen. Man braucht es nicht irgendwie auszuwischen. Und wenn man das auswischen will, dann nimmt man dazu ein Baumwolltuch. Ja. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, Herr Scheele. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude an der Arbeit mit den Instrumenten. Gern geschehen. Ja? Liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss. I just came to say hello.